Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Tell Me Why. Ja, wir sind genau da, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, das ist aber wieder ein neues Rätsel, oder? Das hat dann nichts hiermit zu tun. Ich weiß es nicht. Wir untersuchen auf jeden Fall erstmal kurz das Alright, Ding should hier. be easy enough. Ja, also wir können sie drehen. Da sind lauter Buchstaben drin. Okay, also da können wir erstmal nicht allzu viel machen. Die Krone. The princess lost her most precious treasure. That's why it all happened. I still can't wrap my head around it. Oder geht die dann vielleicht irgendwie auf am Ende? There she finally found happiness. Okay, dann schauen wir mal hier in der Ecke, was das ist. Ach du Scheiße. Abstellen, Back abstellen. in your pond, big frog. Oh. Here, the secret keeper, hiding secrets in the clouds. Gold Lady stays locked up in her castle. Okay. Aber das da hinten haben wir We'll nicht let the miss. mangy muskrat have his rock back. There you go, stalwart moose. Das heißt, zwei haben wir auf jeden Fall nicht gefunden. Schade. Lass mich mal eben hier in die Ecke, bitte. Geh doch mal weg da. That's the pious pelican spot. Crafty goblins go here. The mad hunter, always on the princess's trail. Moonhag's gotta be imprisoned in her lake. Schade. Also vier insgesamt haben wir nicht gefunden. Das ist jetzt traurig für mich, finde ich. Traurig für mich, finde ich. Oh, Moment. EOL. Moment, was haben wir denn als erstes gemacht? Wir haben als erstes das Große gemacht, ne? Da müssten wir. Moment, erst das Große, dann haben wir das Rechte gemacht und dann das Linke. Also OLE. Kann das sein? Alright, should be easy enough. O. L. E. Tut sich nichts. Why don't we just break this open? There's a crowbar right downstairs. What? No. You don't want to try and figure out what all this means? I'm so done with her riddles. Ja, halt doch mal eben die Klappe. Also, in der Reihenfolge, wie wir sie gemacht haben, ist es offensichtlich falsch. Ich würde jetzt mal glatt behaupten, so als Resident Evil-Fan, dass wir einfach mal Leo eingeben. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht mehr, ob das der Name war von dem Typen, in den sie verliebt war. Deswegen können wir es einfach mal probieren. Ansonsten müssen wir echt gucken. Also, die Reihenfolge ist es nicht gewesen. Okay, wir müssen nicht mehr gucken. Wow. Whoa. Did it just get darker in here? Okay. Ollie, she noticed. Meine beiden Lieben, I Allison was und her Ollie. son. Darf ich? Wir schreiben Geschichten, um zu verstehen und verstanden zu werden. Aber welche Geschichte kommt schon ohne ersten Akt aus? Es tut mir leid, dass ich meine so lange vor euch geheim hielt. In Liebe an meine Kobolde. Why does she have a photo of that tree locked in here? Ein Foto von dem Baum. Okay. Ach, das ist bestimmt, wo das Geschwisterchen vergraben wurde, oder? Da sind auch Blumen unten. Oh. Es war wohl keine Is that Totgeburt. Leo Ronan? Ach, das Kind. Why didn't she tell us about him? Why didn't she tell us any of this? I mean, it's fucking terrible. That's why.
Allie, did we do the right thing opening this? We did. It's better we know what happened, even if it's hard. And there's one more thing we need to see. Are you sure? Yes. Come on, let's go to the dock. It's time to finish this. Zum Pier. Okay. Und die anderen Sachen? Now that we're done with the important stuff, maybe we can take a crack at these. Also jetzt soll ich hier doch noch weitermachen, oder wie? Was denn jetzt? Soll ich jetzt zum Pier oder nicht? Da war aber noch was, was ich mir noch ansehen wollte. Da ist jetzt nur dieses Bild drin gewesen, ja? Das war dann wohl die Babydecke von Leo. Okay. Gut, war ich ein bisschen falsch, dass Leo der Vater war. I'm totally blanking on that story. What did he give her again? Why don't we open up the book and check? The Old Bear Gifts of the Princess. Einsammeln? Ach so, ich kann hier. Ah, oh, okay. Bear and the Princess. Ist das das gewesen, oder? Sieht so aus. Okay, nee, halt. Hallo. So, lesen. Rüttelte. Am nächsten Morgen stand das Haus zwar. Was soll ich nur tun? Aha. Da steht, glaube ich, gar nichts drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Habe ich jetzt so schnell, Moment, noch Essen hatten, als die... Sie brachte ihr Eintöpfe aus Mais und Bohnen, Borke und Zweigen, Lieblingsespedit Biberdame. Okay, also... Jetzt muss ich nur noch mal kurz gucken. Stand da bei den Bären jetzt... wieso Biberdame repariert das Haus? Wo ist der denn jetzt drin? The Bear and the Princess. Ach so. Ich habe das gar nicht gemerkt beim Überfliegen. Okay, Moment. Jagd auf Lachse. Also das könnte es sein. Lachs. Ah, Moment, Lachs, eine Handvoll Bären und Hasenglöckchen. Lachs, Bären und Hasenglöckchen. Kommt da noch was? Lachs, Bären und Hasenglöckchen. Lachs, Bären und Hasenglöckchen. Also da, hier ist auch wieder Lachs, Bären und Hasenglöckchen. Wenn das so oft erwähnt wird, Moment. So, Lachs. Was steht denn hier für Lachs? Lachs, Bären und Hasenglöckchen. A newly bloomed bluebell? Hasenglöckchen. Fresh caught salmon? Ah, verstehe. Some roses, maybe? Nee. Or not. Ich will die Bären haben. Wo sind die Bären? Die sind ja nicht auf dem Baum. Some honey? Achso, okay. Aber angucken kann man sich trotzdem mal.
Was ist das? A handful of ripe berries? Ah, ah, ahaha, da nice. Ist was. Man, he had it bad. Just couldn't let go. Tut mir leid, dass ich dir einen Zettel unter die Tür schiebe, als sähst du im Gefängnis. Geht es dir gut? Ich war diese Woche kurz da und habe ein paar Mal geklingelt, aber du hast nicht reagiert. Ich konnte das Licht auf dem Speicher sehen, also dachte ich, dass du da bist, aber nicht reden willst. Ich hoffe, ich habe nichts versaut. Ich habe mir da wahrscheinlich ziemlich viel rausgenommen. Aber die Sache ist die, ich habe einfach keine Ahnung, wie ich mit einer Frau wie dir reden soll. Du bist stark und gutherzig und du weißt so unheimlich viel, dass ich kaum hinterherkomme. Ich glaube, dass alles mir zu Kopf gestiegen ist. Aber ich wollte dir sagen, dass ich dich verstanden habe. Ich werde mich dir nicht mehr aufdrängen und es braucht sich niemand schlecht dafür zu fühlen. Wir können uns auf der Straße begrüßen oder nicht, das ist in Ordnung. PS, ich habe gemerkt, dass dein Auto ein Leck hat, also habe ich es mit etwas Sichtungsmitteln gepflegt. Du solltest es aber vielleicht trotzdem in die Werkstatt bringen. Sag Bescheid, wenn du möchtest, dass ich mitkomme, weil die Typen ab und zu versuchen, einen abzuzocken. Wenn nicht, kein Problem. Sam. Okay. Ja, sie standen sich halt sehr nah. Oh, jetzt steht sie hier. The crafty goblin's loot. That's from the princess and the two thieves. I drew the original. And I distinctly remember drawing that cake, which is arguably the best part of that illustration. All right, Picasso. And you probably remember what the goblins stole in that story, huh? Okay, also die Prinzessin und die zwei Diebe, ja? Und ich muss wahrscheinlich irgendwas stehlen, also irgendwas, was gestohlen wurde. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Da, Prinzessin und zwei Diebe. So. Dann schauen wir mal. Aha. Zunächst war es nicht viel, nur ein paar Früchte, Nüsse und Eier, die über Nacht verschwunden sind. Vielleicht waren es Vögel, sagte sie sich, oder Mäuse. Und eine Zahl. Ach so, das war zuerst. Ah, okay. Und später, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das dazu zählt. Löffel, Teller, Gabeln, Messer, Decken. Ja. Früchte, Nüsse und Eier. Früchte, Nüsse und Eier. Dann schauen wir hier erstmal. Früchte. Maybe they took some of the princess's fruit. Nüsse und Eier sind hier aber nicht drin, wenn ich das richtig sehe. Moment, doch, Eier? Eier sind hier oben drin. I'm pretty sure they stole some eggs. Aber Nüsse sehe ich keine. Gucken wir nochmal eben nach. Was war das andere? Löffel, Teller, Gabeln und Messer. Löffel ist hier. What if they took some spoons? Teller. Ach so, das war's schon. That's it. Okay. I always wondered where that drawing went. She said it was her favorite and then one day it just disappeared. Du bist die beste Mama auf der ganzen Welt, die schönste Prinzessin. Okay. Ja, und welches Rätsel, rechts, links, nee, links. Welches Rätsel haben wir noch? Sie steht vor dem hier. Versuchen wir die anderen auch mal, weil die scheinen nicht ganz so schwer zu sein. That's the story where the princess's house gets damaged by a storm and the animals help her fix it. Yeah. What did they do to fix it again? Okay, das habe ich eben gelesen. Hm. Mal kurz einen Schluck trinken. Also, Moment, Tab. Das war, meine ich, hier vorne mit dem Biber, ne? Das war doch hier neben. The Beaver. Ach, fixes the house soll es heißen. Okay. Okay, also, was repariert die jetzt genau? Ah.
Also, als er sie dabei vorfand, die Bretter wieder an die Wände zu nageln, das war sie dann aber. Aber wenn du mir mit dem Dach zur Hand gehen würdest. Das Dach und die Wände. Das Dach, die Wände und ein Pfahl. Das Dach, die Wände und ein Pfahl. Kommt da noch irgendwas? Nee, ne? Das Dach, die Wände und ein Pfahl. Okay. Also das Dach. She fixed the roof shingles. Die Wände. She fixed the planks that were blown off the walls. Und ein Pfahl. Was ist denn ein Pfahl? Das hier wahrscheinlich, ne? Sieht so kaputt aus. She slapped the post with... All right. Ah. Haha. Damn. That must have been rough on Eddie. Yeah. He doesn't really like to talk about her. Liebe Mary Ann, du hältst dir jedes Mal die Ohren zu, wenn ich diese Unterhaltung mit dir führen möchte. Also dachte ich, dass ich mit einem Brief bessere Chancen habe. Ich weiß, dass du keine Abschiede magst, darum halte ich meine melancholischen Ausschweifungen kurz und bündig. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du dich in den letzten Monaten um mich gekümmert hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie anstrengend es für dich gewesen sein muss, dich um eine kranke alte Frau zu kümmern, wenn du gleichzeitig zwei kleine Kinder zu Hause hast. Ich weiß, du wünschst dir, dass ich diese Krankheit weiter bekämpfte und auf Genesung hoffe, aber ich war schon immer eine meiner Stärken zu wissen, wann es Zeit ist, loszulassen. Und diese Zeit ist nun gekommen. Ich möchte dich um einen letzten Gefallen bitten. Kümmerst du dich bitte um Eddie, wenn ich fort bin? Mein armer Junge mag sich sturig geben, aber ich weiß, dass er leidet. Ich wäre so viel beruhigter, wenn ich wüsste, dass er noch eine Familie hat. Vielleicht könnte er den Kindern beibringen, zu angeln. Er verbringt so gerne Zeit mit ihnen. Danke für deine Herzlichkeit und den Frieden, den du in mein Leben gebracht hast. Gib den Kleinen ein Küsschen von mir, ja? Carol. Okay. So, das ist, glaube ich, auch das Letzte hier, ne? The crafty goblin's good deeds. Of course. The goblins had to help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Well, what did they do? You know, I don't really remember. Okay. Ja, jetzt finde ich die Geschichte nicht. Princess Party, Eiske, den hatten wir gerade. The Beers. Loses her name, the Goblin. The Pelican helps her friends, the Goblins on her walls. Was ist das? Nee, retten die alte Biberdame. Das ist es nicht, oder? Hallo? Ich will hier raus. Ice King. Pelikan vergibt den. Moment. Ach! Nee. Das war jetzt nur, dass man weiter lesen konnte. The Crafty Goblins Good Deeds. Ja, gute Taten, ne? Was hatten die jetzt gesagt? Irgendwas mit der Pelikan-Dame oder nicht? Princess Party? Also jetzt stehe ich hier gerade total auf den Schlauch. Es tut mir wirklich leid. Oder die Pelikan-Dame hilft ihren Freunden. Es ist doch das gewesen. Aha.
müssten die Tiere ja da drin sein. Ein Zugvogel. Ich bin ein Zugvogel. Aha. Zugvogel, Prinzessin und Kobolde. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht das Richtige. Nein. Vergib den Kobolden. War das das? Ich meine, sie hatten eben irgendwas mit den mit der Pelikan-Dame gesagt. Aha, Garnelen, Seeigel, Essen. Sie fanden den stattlichen Elch. Honig für den Bären? Ja, das muss das sein, genau. Weil eben war es mit Honig runterlassen. Also, Elch, Bär. Schließlich trafen sie die Prinzessin. Ich weiß aber gar nicht, ob eine Prinzessin jetzt dabei gewesen war. Elch, Bär und Prinzessin. Ja. Ach so, doch, da war eine Prinzessin bei. Also der Bär. He broke open the beehive for the bear. Elch? Nein, das ist nicht der Elch. Nein, nein, nein. Da, den will ich haben. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. Da. Und die Prinzessin. They hugged the princess when she was crying. Ah! Nailed it. Perfekt. Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. Das Pelican Crossing ist eine hochwertige Geschenkboutique nahe des Oshia-Gletschers, die sich sowohl an Touristen des Gastineau-Kanals als auch an Einwohner von Delos Crossing richtet. Unser hochqualitatives Produktsortiment umfasst Accessoires für das eigene Zuhause, handgemachte Andenken, personalisierte Bekleidung und lokal hergestellte Kunst. Das Pelican Crossing wird als erstes Geschäft zwischen der lebhaften Kunst- und Handarbeitsszene und den Endkunden vermittelt. Neben einer großen Auswahl an handgefertigten Produkten werden Kunden sich an dem freundlichen und kompetenten Kundenservice von Tessa Veggie, Mitinhaberin des Veggie-Ladens, und der Nachwuchskünstlerin Mary Ann Ronan erfreuen können. Dieser Businessplan ist darauf ausgelegt, Finanzmittel in Höhe von 20.000 US-Dollar für den Kauf von Lagerbeständen und zur Deckung der Ausgaben im ersten Betriebsjahr zu erhalten. Im zweiten Jahr soll die Gewinnschwelle erreicht werden und für das zweite Jahr ist ein moderater Gewinn geplant. Ich arbeite an der Zusammenfassung unseres Businessplans. Was hältst du davon, Tessa? Okay. Ja, ich glaube, dann haben wir wirklich alles, oder? Jetzt steht sie hier wieder mitten im Raum. Das finde ich nicht nett. Warum steht sie hier? Soll ich hier noch irgendwas machen? Das haben wir doch schon alles, oder? Das ist das, was die geklaut haben. Okay, also sie guckt jetzt nur die Sachen links an. Gut, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und ja, das nächste wäre dann ja, dass wir zu der Stelle gehen, ja, wo wahrscheinlich das Geschwisterkindchen begraben ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao!